Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, ich habe ein bisschen an der Insel rumgebastelt. Darum stehe ich auch gerade verkehrt rum. Denn ich habe da hinten mal das Gebäude erweitert. Habe jetzt sozusagen nochmal da so Einlässe gebaut. Seitdem habe ich auch so liebe Tintenfischchen immer da. Die, wo mich immer versuchen, Platz zu machen, wie der da hier. Ja, genau, schwimm weg. Ja, schaut jetzt halt ein bisschen aus wie ein Staudamm. Und deshalb werden wir in dieser Folge auch dieses Teil hier umbauen. Das heißt, die Monsterfalle wird sozusagen geupdatet. Und genau, und das machen wir heute. Das Lager ist auch umgezogen, darum habe ich auch schon schön brav den Schlüssel in der Hand. Oder teils umgezogen. Wir sind jetzt gerade drüber. Haben wir gedacht, ja, den einen Teil habe ich jetzt mir mal ein wenig ausprobiert. Und den anderen Teil machen wir jetzt zusammen. So, und zwar, ich habe jetzt hier einmal auf der Seite das Drawer-Lager. Muss es dann noch irgendwann mal testen, ob da hinten jetzt noch was ankommt. Könnt ihr mir aber vorstellen, nein. Dann muss ich mir da nämlich was einfallen lassen. Das sind 1, 2, 3, 4. Genau. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müsste ich hier eventuell einen Durchgang dann machen, dass ich auch noch durchlaufen kann. Ja. Aber das wächst und gedeiht. Ich habe noch nicht alles umgezogen. Ein paar Sachen sind noch vorne. Aber wie gesagt, das erst mal wichtig war, dass ich das mal hier so hauptsächlich einsortiert habe. Denn, wie gesagt, wir wollen die Monsterfalle dann irgendwann auch integrieren. So, dann kann ich jetzt noch diese Mauer hier wegmachen. Denn, wie ihr seht, ich habe mal meine Kolossal-Chest, sozusagen, die, wo ich noch in der Kiste hatte, ein bisschen erweitert. Und habe da mal die Kiste reingestellt. Passen jetzt hier auch nochmal zwei weitere rein und dann kommen hier auch nochmal drei rein. Das müsste eigentlich genügen, bin ich der Meinung. So, dann haben wir hier den Bereich von der Falle. Die wird dann, die ist jetzt auch schon fast leer hier oben. Die wird aber dann auch noch nach unten gehen. Wie gesagt, und das sollte es auch noch teilweise einsortiert werden. Geht aber erst richtig, wenn ich Item Pipes habe. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich durch Immersive Rohre habe. Das können wir dann mal irgendwann mal vorne ausprobieren, dass wir das auch hinkriegen. Dass wir dann sagen, okay, wir tun diese ganzen Factory-Sachen dann mal da weg und dann halt die Immersive Rohre hinmachen. Ja, ich habe jetzt wie gesagt gedacht, wir machen mal heute sozusagen die Baufolge. Und dann werden wir mit Nachdruck, aber wirklich mit Nachdruck, dran arbeiten, dass wir die Quests dann abarbeiten. Denn wir möchten jetzt dann mal so langsam, aber sicher ein bisschen auf die Tube drücken. Ich hoffe, ich hab irgendwo eine Seite gefunden mit Carpenter, dass wir dieses Camouflage machen können. Weil in einigen Reddit-Posts habe ich gelesen, steht drin, ja, es gibt überhaupt kein Rezept. Da habe ich mir gedacht, das ist ja ganz toll. Aber da ich ja nicht unerfahren bin und ich hoffe, dass Better Quest, nicht Better Questing, dass Better Questing drin ist, weiß ich, dass ich Custom Receipts machen könnte. Heißt es, dieses Rezept, den ich dann sozusagen implementieren, wenn es nicht gehen sollte. Na, das ist sozusagen im Carpenter einmal gelb, Lapis, rot, Holz, ich vermute mal, das ist Wood Pulp. Muss ich mal gucken, ob das drin ist. Dum, 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 dum. Ja,
Wood Pulp. Das ist. Ah, okay, im Carpenter. Mit Wasser, okay. Also dann, dass wir das herstellen müssten und dann halt wieder Rot, Lapis und Gelb. Und dann steht drin, dass man noch Biomasse als Liquid braucht. Was mich halt ein wenig irritiert ist, ich sehe dafür kein Rezept hier drin. Es wird mir eigentlich alles angezeigt in Forestry, aber dieses Rezept eben nicht. Ja, und wie gesagt, wenn da vergessen worden ist, einfach das Rezept hinzuzufügen, dann werde ich es, wie gesagt, selber hinzufügen, weil finde ich eine gute Sache. So, dann hätte ich gesagt, wir haben jetzt hier dann die Möglichkeit, die Wände hinzumachen. Dann habe ich jetzt 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ups. Dann gehen wir in die Richtung. Das kommt alles weg. Und das wir dann auch gleich noch umziehen. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt dann hier 1, 2, 3 und hier 1, 2. Dann muss ich noch gucken, ich brauche den da. Den da. So, du kommst raus. Du kommst raus. Weil das ist das, was ich jetzt gleich auffüllen kann. Dann haben wir schon mal die Tools, dass das schnell funktioniert. So, Vorteil ist, ich alles jetzt da. Wo bist du? Da bist du. Schüssel mir mal den Rest bitte, danke. Denn wir möchten ja das jetzt soweit fertig haben. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt den da. Dann gehen wir mal in die Richtung. Da muss ich auch noch alles zumachen. Dann gehen wir in die Richtung. Sollte nur aufpassen, dass ich nicht zu weit in die Richtung gehe. Nicht unten liege. So, und dann wäre das dann der da genau. So, dann machen wir jetzt noch unten. Und ich brauche noch den da. Oh, dann heißt es jetzt. Okay, den muss ich mit der Hand abreißen. Schlüssel geht leider nicht. Hab ich schon probiert. Dass ich sozusagen so eine Art Zugang ins System habe, macht jetzt der Block hier. Also das ist auch ein Barrel. Machen wir gleich. Seht ihr gleich. Was ich da dann, ups, was ich dann davor habe. Wobei, nee, das stimmt schon. Oh, nee, das stimmt nicht. Ich bin, ja. Damit einer nicht bis zwei zählen. Kommst aber bitte dahin. Und auch hier bitte.
Perfekt. Dahin. Dahin. Ja, wär zwar schöner, wenn ich die Möglichkeit hätte, das über. Wenn ich dann hätte auch schlüsseln können. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden, falls es gehen sollte, wie. So, dann muss ich jetzt gucken. Ich brauche noch Fackeln. Ich muss auf jeden Fall mal wieder Fackeln produzieren. Nein, du sollst den drauf machen, nicht reinpacken. Danke. So, dann machen wir mal hier den Weg weiter. Es kann sein, dass ich den Weg dann irgendwann noch durch diesen schönen Steinweg austausche. Aber hat jetzt nicht gerade ultra Priorität, ne? So, dann haben wir 2, 4, 5. Dann haben wir hier wieder Platz. Das heißt, da kommen dann auf jeden Fall Jabba hin. Dann brauche ich mal schnell hier den einen Stein. Das ist dann der hier. Schüssel. Umstellen, danke. Und 2, 4, 5. So, haben wir noch was? Ja. Den kann ich wegmachen. Da kommen ja die Tabateile hin. So, dann hätte ich gesagt, machen wir erst einmal die da, wo was drin ist. Da kommst du auch weg. Ich stehe doch neben dem Zeug. Warum mache ich nicht gleich den besseren Weg? Mal wieder Backup in dem Kopf, oder? Ja. Ach, ja auch. Gut, dann machen wir schnell den Weg. Dieses komische Viech da oben, ne? Die spawnen, seit ich jetzt dieses Teil da gemacht habe, wie Sau. Ich hoffe, dass ich das irgendwie wieder los war. Vor allem, wenn dann die nächsten Turbinen mitlaufen. Weil das ist nämlich auch eins der nächsten Sachen, was wir machen, dass wir von Immersive sozusagen die, ja, wie heißt die Biomasse und so weiter herstellen. Weil das ist nämlich auch noch wichtig, habe ich festgestellt. So, dann kommst du jetzt auf jeden Fall schon mal. Nee, da kann ich, da kommt kein Jabba-Fass mehr hin. Da kommt kein Jabba-Fass mehr hin. Da kommt dann ganz normal dieses Bodenteil hin. So. Passt, dann kommst du dahin. Und du kommst dahin. Dann haben wir schon mal wenigstens jetzt hier schon mal die Ausleuchtung. Ist weg. Bist nach oben, runter. So, und jetzt heißt einfach nur wegmachen und wieder aufstellen. Ja, ich gucke mich jetzt um, weil ist natürlich wieder das eingetreten, was ich vermutet habe, ne, irgendwann habe ich nicht mehr aufgepasst, irgendwann stand ein Zombie hinter mir. Dass meine Rüstung natürlich genau in dem Augenblick auch noch kaputt ging, war natürlich auch helfend sozusagen. Gerade was anderes gemacht. Ja. Und bis ich mich umdrehen konnte, war ich schon tot. Typische für mich, wenn ich sterbe, bin ich meistens nicht mal in Minecraft aktiv.
unter der Abteilung selber schuld. Aber war jetzt nicht spektakulär, das ist einfach nur zwei Hiebe. Und dann war das weg. Geschichte. Ja, wie gesagt, seitdem drehe ich mich ein bisschen um und guck, ob da irgendwas hinter mir steht. So. Dann hätte ich gesagt, machen wir das da oben als nächstes. Jawohl. Haben wir zugemacht. Haben wir zugemacht. Keine mehr. Wahnsinn. Ja, okay, ich glaube, ich habe nicht so eine große Wand gehabt. So, zack, zack, zack. So, und dann heißt es jetzt, da kommt eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin, da und da. Und jetzt muss ich nach vorne, ich brauche Fackeln. Ich dürfte noch welche oben haben in der Chest, beziehungsweise im Table. Und wenn nicht, muss ich dafür sorgen, dass ich wieder welche kriege. 32 Stück habe ich noch. Ist nicht sehr viel. So, wie gesagt, das Schöne ist jetzt dann, dass ich dann nur einmal links und einmal rechts laufen muss und ich habe meine Sachen weg. Was halt nur schade ist, ist, dass es halt erst richtig funktioniert, wenn halt immersive, wenn Ding da ist, wenn Applied Energistics da ist. Weil hier kann ich irgendwie, hier kann ich ja nichts reinmachen. Hier kann ich ja nur gucken, wo was ist. Aber ich habe nicht gesehen, dass ich auch was rausnehmen könnte. Da habe ich zu wenig mit dem Mod bis jetzt rumgespielt, dass ich es wüsste. So, aber ich habe die andere Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ne, ich habe jetzt hier einen Stein, klicke ich jetzt hier rein und da ist ein Hopper drin. Der geht rein, das räumt er ja auf. Ich habe schon gesagt, vielleicht tue ich dann oben noch einen weiteren Hopper hin, dass ich dann fünf Sachen reinmachen kann, dass der das aufräumt. Wenn ich halt ein bisschen mehr habe. Sonst laufe ich halt an die Fässer hin, ist auch kein Ding. So, ich war jetzt hinten, ganz toll. Haben wir gedacht, Müllkabel lässt mal weg. Brauchst nicht. So, dann machen wir den nächsten. Oh doch, ich habe noch Small Bricks. Warum hat er die dann nicht gemacht? Ach so, weil ich bestimmt anderen Modus drin habe, ne? Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir mal alles fertig. Ja, da kommst du noch rein. Es dürfte hier eigentlich schon mal nichts mehr spawnen. Und wie gesagt, in der großen Kiste ist gerade alles drin, was mit Kisten und Aufbewahrung drin ist. Darum habe ich die auch schon mal so weit hingestellt. Ich werde es nur um einen nochmal nach unten räumen. Nämlich auch lustig, als der mich nämlich gekillt hat, ich hatte über ein Stack Kisten dabei. Fragt mich nicht, auf einmal habe ich keine Kisten mehr. Hat er mitgenommen. Keine Ahnung. So. Das heißt, wir haben jetzt... Nein, hier habe ich noch... Rote Kreuze, die wollen wir nicht. Wollen wir ganz und gar nicht. So, aber hier müsste jetzt eigentlich auch alles passen. Ja, und den einen Stein, was ich jetzt gerade euch gezeigt habe, den habe ich ja nicht umsonst raus. Aber so habt ihr es gesehen, wie das System hier dann so funktionieren soll.
So, und den da kann ich dann auch dahin machen. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch unsere Wall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier dann auch noch mehrere rein brauche. Ich glaube nämlich für diese Steine hier, was es halt am meisten Sinn macht aufzuräumen, vor allem wo du halt richtig viele irgendwann hast, macht es glaube ich am meisten Sinn mit den Jabba-Fässern zu arbeiten. Und alles andere macht dann Draw. So. Das heißt, wir haben jetzt hier das fertig. Und dann heißt es, wir gehen mal schnell nach oben. Und denn das Erste, was ich jetzt leider machen muss, ist, wir müssen jetzt mal die hier alle rausreißen. Weil die gehen nämlich auch weg. Oh, meine Bloodshed hat sich verbessert. Sehr schön. Und irgendwann wird hier auch dann was Besseres drin sein, Aufzug oder so. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da vorankommen. Ja. Habe ich da oben Half-Slips überall? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich habe doch da unten gerade eine Lampe gesehen, ne? Dann holen wir die doch mal. Können wir eventuell, darf ich denn nicht, das ausleuchten, dass dann nichts mehr spawnt. Aber wäre natürlich sehr kritisch. Wenn ich jetzt hier reingehe, mir dann die ganze Zeit Monster aufs Hirn fallen. So. Oder nachlaufen. Jetzt hoffen wir mal, dass die Lampe seine Wirkung tut. Das werde ich gleich merken. So, das meiste müsste drin sein. Gut. Nein. Noch nicht. So, okay. Also. Dann hätte ich gesagt, wir hauen mal alles weg, was Half-Slips hat. Ich sollte eventuell. Ja. Ich sollte mir überall aufpassen. Eine Toolstation bauen. Ich habe hoffentlich alles da. Jetzt vielleicht sogar hier. Sonst wird's tödlich gleich. So, du kommst dahin, du kommst drauf. Toolstation. Ja, das Problem ist, ich habe keinen Flint dabei. Hahaha, der ist da vorne. So. Da kann nichts spawnen. Gehen wir schnell was holen. Muss ich halt hoffen, dass es dann nicht zu viel spawnt. Aber ich muss auch, das habe ich auch schon festgestellt, ich muss auf jeden Fall auch schauen, dass ich jetzt mal meine Werkzeuge demnächst mal upgrade. So, also die Toolstation stelle ich jetzt erstmal hier hin. Material rein. Wir müssen die Falle, wie gesagt, jetzt komplett demontieren, dass da nichts mehr spawnt.
Schon ist sie wieder kaputt. So, wieder runter. Ja. Ab und zu hat es Sinn, was ich mache. Na komm. Hier rauf. Runter. Oh. Ein Schiff wie Blut hier. Blutzoll. So, das sollte ich jetzt nicht mit dem Vein Miner machen. Könnte es sein, dass ich sonst unten liege. Ja, das ist eigentlich scheißegal. Okay. Ah, das war noch bestimmt zu den Zeiten, wo ich die Monster immer nach oben geschickt habe und irgendwann sind sie runtergefallen und dann geplatzt. Okay. Dass es auch funktioniert, wenn da ein Band drauf liegt, ist auch schön. Ah, schon wieder kaputt. Ich hoffe, dass ich da oben noch eine leere Kiste habe. Ich glaube ja, die müsste leer sein oder fast leer sein. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal alles hier rein. Was nach Stein und so weiter ausschaut. Den Basic Floor könnte ich mit nach unten. Den nehme ich noch mit nach unten. Weil, wo der hinkert, weiß ich. Der fällt einfach hier rein. Dann ab zum Draw Controller und den Rest weg. Räumen. So, dann kommt der da hier mit rein. Wenn ich mir so anschaue auf dem Minimap, ganz schön viele Monster, die wohl hier unterwegs sind. So. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man dieselben Steine aufeinander stellt, dann kann man bei einem einen nicht benutzen. Hätte man mal sich überlegen sollen, als man das gebaut hat, ne? Ja, das Schöne ist ja, das wird jetzt alles teilweise sogar größer. Und ja, ich mache es größer, auch wenn es vielleicht dann irgendwann bedeutungslos ist, eine Monsterfalle überhaupt zu brauchen. Aber so kriege ich wenigstens schon mal meine Ressourcen. Die ich dann auch irgendwann anders woher kriege. Aber zum Beispiel diese ganzen hohen Herzen. Wieder. Gut. Ja, ich merke immer mehr. Upgrade wird langsam doch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich brauche Flint. Ich muss mal schnell nach vorne rennen. Und der Moku ist immer noch da. Restliche Flint mitnehmen. Aber wie gesagt, hat jetzt Sinn, dass ich jetzt die Monsterfalle umbaue. Dann haben wir nämlich schon mal den Bereich soweit hier fertig, dass man sagen kann, okay, ich weiß jetzt, wo ich dann in Zukunft meine ganzen Sachen hinbaue, weil ne, wenn man, ja, lass mich raus, danke. Ne, weil, wenn man jetzt so hier sieht, ne, jetzt habe ich dann eins, zwei von denen Teilen da und diese Teile gehen dann sozusagen in den Hauptstrom runter, ja, weil alles, was ja Strom braucht, kommt eine Etage tiefer. Die Etage, wo es dann da drunter ist, wird dann wieder die Hauptlinie zum wie heißt
die Hauptlinie zum. Zum Verkabeln. Zu weit geschossen. Tschüss. Gut doof. Tschüss. Glaubt, er ist tot. Ja, seht ihr mal. Das ist schon alles so weit aufgebaut, ne? Da ist dann der da oben und der da hinten. Und wenn das Zahnrad irgendwann dann drin ist, das Wasserrad, na, so nach unten schießen, da bin ich noch nicht gut. Dass die kommen vom Hupfdohlen da nach unten springen, finde ich cool. Sind sie weg. So, ich habe einen neuen Chart, Soul Gem. Ich habe schon gemerkt, das werden noch viel mehr. Habe ich auch nicht so geglaubt. So, jetzt muss ich dich dann auch noch dahin wegmachen. Oh. Das war natürlich hoch. Hochintelligent. Aber wirklich hochintelligent. Das weiß man gleich mal ab. Bauen wir es wieder auf. Und dann wundere ich mich, warum es nicht vorangeht. Genau, das ist Drag Style. Ja, genau. Das heißt, ich habe das da. Dann macht es sogar meiner Meinung nach Sinn. Nee, ich kann es nicht weiter nach hinten verfrachten. Jetzt muss ich mir schnell das mal von. Nein. Bevor ich irgendwo was gucken gehe, auch wenn ich diese schöne Lampe da habe. Ah, hat mir jetzt aber schon viel mehr ausgeleuchtet. Super. Aber wir gehen mal schnell was gucken. Ja, weil, wo habe ich meinen Weg nach oben? Ich glaube, hier hinten drin, ne? So. Das heißt jetzt eigentlich, ich bin, soweit ich das jetzt weiß, okay. Könnte sogar Sinn machen, dass ich den um einen nach hinten versetze. Glaube ich jetzt zwar für die Wasserräder nicht ist das Schönste, aber da kann ich ja dann eine Doppelwand machen. So, dann heißt es, das kommt auch weg. Das wenigstens schon mal der Bereich, wo der Raum da ist. Soweit schon mal. Ausgelegt ist. So, dann bist du 2, 4, 5, 6 und du bist 7. 2, 4, 5. Genau, die Wand muss sowieso raus. Weil da habe ich mich entweder verzählt oder wollte mich verzählen, ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, da kommt dann der Trafo rein. Kommt da der Trafo rein? Der Trafo kommt da rein. Nein, da kommt kein Trafo rein. Ich habe den, glaube ich, nur durchgeschlagen. Genau. Das machen wir auch gleich. Lassen Sie mich durch.
Ups, die Wups. Und ich brauche was zum Essen. Ich brauche gerade Essen wie ein Weltmeister. Ah ja, durchs Vein Mining, klar. Jo. Jetzt können wir uns schneller. Jetzt können wir die Sachen schneller kaputt machen. So, dann. Und wieder. Poppers. Das Böse arbeitet nicht gewacht. So, muss ich wieder langsam weghauen. Aha. Habe ich trotzdem wieder die Wand zerlegt. Aber hat einen Vorteil, dass ich jetzt diese Wand zerlegt habe. Weiß ich nämlich definitiv, was ich machen muss. Wegen den Turbinen. Ab den Mod ändern. Ist weg. Wand hin. Perfekt. Der Käse kommt auch weg. So, dann haben wir jetzt noch den Bereich hier. Dann haben wir auch hier das, was ich sagen kann. Das da kann ich auch noch wegmachen. Das kommt jetzt, wie gesagt, alles dann runter. Wie gesagt, irgendwann kommt dann auch unten noch Dark Glas rein, aber ich kann leider die Maschine, glaube ich, noch nicht bauen. So, das heißt, alles, was jetzt Stein ist, kommt hier rein. Plus das, plus das, plus das. Stein, Stein. Und das. Okay. So, dann haben wir jetzt schon mal den Bereich hier. Muss ich mal gucken. Wie weit bin ich hier drin? Jawohl. Das heißt, wir gehen mal schnell nach unten. Holen wir uns mal, immer gesagt, zwei Stacks müssten reichen. Machen wir drei. Drei Stacks Kabel. So, aber wir machen noch schnell was anders. Ich brauche noch mal mein Barrel Wrench. Dann muss ich mal gucken, habe ich hier noch einen Hopper? Jawohl, habe ich. So, meinen kleinen Rucksack habe ich auf jeden Fall. So Blank Barrel Upgrades. Ein Hopper Upgrade. Dann hätte ich gesagt, reiße ich die mal schnell raus. So, dann kommst du dahin. Jawohl, und da ist sogar schon einer drin. Glaube ich. Wird aber nicht weniger. Noch einer drin. So, das heißt, ich muss mal jetzt schnell den Schlüssel rausnehmen, weil sonst komme ich nicht rein. Zeig mir den mal bitte immer an. Nein, und er hat kein Hopper Upgrade. Ah, Hopper Up and Down. So, und dann kommst du jetzt auch dahin. So, und dann lasse ich jetzt den nämlich da reinfallen. Ich hoffe, dass der auch weitergibt. Nö. Warum sollte er? Hopper down.
Wäre natürlich jetzt sonst doof, wenn das jetzt nicht gehen geht, dass ich jetzt dann den Block dann weghauen müsste, dass er reinläuft. Also, dass es ging, dass es abgegeben hat, habe ich schon ja, haben wir ja vorhin sogar zusammen getestet. Aber es kann natürlich auch sein, dass er nur erstmal nach unten. So, wenn ich jetzt dich sage, bitte nicht. Dann denkt er sich, du mir doch. Achso. Er zählt nach oben. Down. Ich will aber kein. Ich habe ab ausgeschalten. Ah. Kann ich dich sperren? Papa. Das ist natürlich doof, ne? Weil dadurch, dass der jetzt da halt mit drin ist, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich das leider anders machen. Dann muss ich dich jetzt dahin stellen. Muss ich auf die andere Seite. Weil es natürlich doof, dass er das in denselben reinräumt, wie ich es raus habe. Überall meine schöne Sache hin, damit ich überall was craften kann, wird auch drüben noch passieren. Jetzt Kisten auch rein. Ja. Kisten lasse ich mal schön brav im Inventar. Auch wenn es mal wieder geklaut werden sollten. Aber wenn ich von irgendwas genügend habe, ist es definitiv von Holz. So. Das heißt, nee, down. Collect heißt ja nur, wenn ich es drauf werfe. Kabel habe ich auf jeden Fall da. Aber er muss es ja auch, er muss es reinräumen. Gott, ist es langsam. Ich glaube, da macht es fast mehr Sinn, das Fass platt zu machen. Ich weiß, das ist jetzt das, was ich nicht weiß. Nee, das geht ja gar nicht mehr. Das ist gerade totaler. Mist. Hätte ich jetzt gesagt. Ich kann es locken, ich kann Always Display Data, ich kann den Hopper ausmachen, aber ich kann, jetzt muss ich nochmal gucken, Java. Ich kann das Ding nicht. Ja, aber, wenn einige schon gesagt haben, das ist doch irre, was du da jetzt gerade machst. Ja. neunundfünfzigtausendneunhundertneunzehn Items. Ne, und der hat schon fast das als Dex. Und dass ich den nicht sperren kann, dass der nicht collected.
Ja, weil ich vermute mal, weil der halt am nächsten dran ist, wird der auch am schnellsten aber ich nehme den jetzt ganz einfach mit. Habe ich immer Kabels dabei. So, und den lasse ich mal in der Zeit noch schön brav aufräumen. Weil wir wollten ja eigentlich die Monsterfalle bauen. Ich vermute mal, das waren zwei Teile, wenn ich schon jetzt auf die Uhr gucke. So, also, das haben wir auf jeden Fall fertig. Dann brauche ich den da. Alles zu. Jawohl. Und dann machen wir das auch noch weg. Dann sind wir schon mal zufrieden. Bin ich der Meinung. So, genau. Dann wollten wir ja hier die Wand. Ne? Ja. Dann heißt das, ich brauche auf jeden Fall noch. Ich hätte mal gesagt, ich nehme mal zwei Stacks mit. Die Wand reinziehen. Und dann schaut es schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir schon mal den Bereich auf jeden Fall fertig. Aber ich habe ja mein Kabelfass dabei. Das Deutsch. Ich war nicht umsonst unten. Ihr wollt mir schon wieder gerade in den Hintern treten, weil ich mir gedacht habe, toll, du warst gerade unten, aber ja, ich wollte es dir doch ein paar Stacks davon holen. Habe ich dabei, habe ich dabei. Eine dumme Idee, dass ich das so jetzt mache. So. Dann gehen wir mal jetzt hier hin. Kann ich mich mal schnell runterplumpsen lassen. Eins, zwei, drei. Was ich besser finde als in den früheren Dingern. Bei 1.7 war das, wenn ich mich noch so richtig erinnere, da hat er immer als allererstes von dem im Feld weggenommen. Und dann am Schluss die, wo oben drin sind, hast halt nie gewusst. Was hast du jetzt noch? Was natürlich totaler Nonsens ist, meiner Meinung nach. Naja, und jetzt ist es genau andersrum. Also jetzt nimmt er zuerst von oben und dann sagt er sich, ja, wenn oben nichts, also wenn hinten drin nichts mehr ist, dann gehen wir nach unten. Das finde ich super. Das finde ich intelligent. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass da sich die Zahl verkleinert, wie jetzt zum Beispiel, dann muss ich mir noch mal welche machen. Die Schüssel brauche ich. Diamanten habe ich noch nicht da. Die muss ich auch noch umziehen. Den nehme ich gleich mal mit. Dann hätte ich gesagt, gehst du mal, nein, du mal da weg und gehst dahin. Und dann hauen wir hier mal die Diamanten rein. Ich glaube, einen Redstone und ein Goldingot. Sechs habe ich einstecken. Perfekt. Also ich werde das jetzt für die, die sich wundern, ich werde das jetzt am Stück aufnehmen und einen Cut machen. Oder gemacht haben. Man muss ja beide Möglichkeiten machen, aber ich vermute, der Cut erfolgt. Sozusagen noch in der ersten Folge. Eischüssel.
denn. So, M. Ich möchte nichts oben drauf machen. Dass wir die Falle jetzt komplett bauen und ich nicht raus bin, weil ich mal. Ne, weil ich schneide ja dann alles gleich. Immer. Sofort. Dass ich es nicht vergesse. Mhm. Und ja, danach vergesse ich meistens, was ich noch machen wollte. Wenn ich es mir nicht vorher notiert habe. Handschriftlich. Ach, hallo. Glaub mal, ich habe meinen Freund den Bogen dabei. Ja, genau. Hau nur ab. Wiedersehen. Dann sehe ich hier wieder schon eine komische Schwanzflosse da. Der Wahnsinn. Wie viele sie da rumeiern. So. Einfach mal kreuz die quer ein paar Fackeln hingestellt. So. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Weil unten ist jetzt erstmal wichtiger. Denn wir wollen ja unten jetzt dann den Bereich hin machen. So, und da muss ich nämlich auch noch eine Wand rausnehmen. Die schon wieder gebrochen. So. Ist auch noch weg. Dann brauche ich wieder mein. Jawohl. Davon habe ich jetzt keine mehr. Und wenn ich dann fertig bin, werde ich das Fass vorne reinstellen, ne? Also so intelligent bin ich dann schon, hoffe ich. Ich traue es mir zu, dass ich es mir merken kann. Er kann sich nicht mal merken, dass er die Folge nicht, was er jetzt dann in der Folge machen muss, wenn er schneidet. Das dauert aber auch länger. Meistens. Gut. Dann haben wir jetzt dann hier den Mittelpunkt. Dann hätte ich gesagt, dann habe ich auch hier jetzt dann den Bereich. Gehen wir mal nach oben. Auch weg. Sehr schön. Wie gesagt, irgendwann kommt hier auch Dark Glas hin. So, ein 3 und dann kommst du jetzt dahin. Und dass ich hier irgendwann reingucken kann, ohne dass die auf mich aggro werden. Ich kann mal schnell gucken. Also Dark Glass. Ja, genau. Add Dark. Nein, Dark Glass. Danke. Dark Clear Glass. Mache ich immer Malois Smelter und den Malois Smelter. Kann ich den schon bauen? Haha. Ich hab's doch gewusst. Ich kann das Zahnrad noch nicht bauen. Alles klar. Gut. So, dann ist dann sozusagen jetzt dann hier. Hier ist dann das Sterbeteil.
heißt dann für mich, ich muss das, soll ich, was jetzt oben ist. Ja. Drag. Andersrum. Wir machen erst die Kiste leer und räumen dann das Fass auf, nicht andersrum. Wäre ein bisschen doof. So, dann lassen wir mal sortieren. Dann gehen wir mal da rein. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte da rein. Kann ich dich nämlich dahin verfrachten. Das raus, Kisten raus, der Eimer kann drin bleiben. Ein Half-Slab raus. Und die Blank-Pattern auch. Kann ich nämlich das dann dahin gehen. Und weg. Auch weg. So, jetzt haben wir da oben noch die Bögen und die Rüstung. Ist auch weg. So, jetzt kann ich die Kiste kaputt machen. Und jetzt heißt es laufen. So, Sulfur habe ich ja gesagt, brauche ich auf jeden Fall auch noch. Ich wollte es auch mal gucken. Es gibt es auch noch als klein. Ach komm, lass ich da drin. Kann ich irgendwann mal wieder in einen anderen Drawer packen. Ich weiß, ich habe total die Prio gerade. Gunpowder? Voll? Oder? Jo, voll. Dann ist mein Problem jetzt dann, dass ich Emeralds brauche. Kriege ich dich da rein? Nein. Aber dich muss ich mitnehmen. Ich auch. Brauche nicht nochmal hoch. Ja, ich muss sowieso nochmal hochrennen. So, also, dann schauen wir. Einiges haben wir wegbekommen. So, Gunpowder haben wir nicht mehr wegbekommen. Brauche jetzt auf jeden Fall ein Emerald Upgrade. Emerald. Jetzt hier. Ich glaube, ich brauche. Ich glaube, ich brauche nur zwei. Neunzehn Stück. Ja, wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, hätte ich noch einen gemacht. Den hin mit Hände genommen, in den Drawer gleich reingeschmissen, aber da ist er. Ja, ich brauche zwei. Habe ich noch ein Grower-Upgrade da? Ja, habe ich. Hätte ich schon mal Storage-Upgrades gebraucht. So. Haben wir zum Gunpowder.
schon sehr viel rein hier. So. Dann hätte ich gesagt, musst du erstmal dahin. Du musst weiterhin dahin. Und du kommst hier hin. So, jetzt habe ich hier oben hier die Kiste, aber kann ich hier mitschleppen. Ich glaube, ich gehe einfach nur nach unten fallen. Der hat jetzt frei, der hat jetzt sozusagen freihändig die Leiter runtergelaufen. Mhm, mit einer ganz schweren Kiste in der Hand. Ja, kann es halt, ne? Okay, das macht natürlich keinen Sinn. Okay. So, dann brauche ich jetzt aus der Kiste da mein Spike. Das wäre jetzt natürlich interessant. Ich hoffe, dass da auch kaputte gehen. Oh, nee, die sind ganz cool. Ja, aber ich habe 5. Das heißt, ich brauche nur 1 machen. Genial. Dann brauche ich mal schnell ein Crafting Table. Eins, zwei, drei. Gott, das kostet ja richtig Diamanten. Das sind jetzt 3, das sind jetzt 12 Stück. Okay, dann weiß ich jetzt auch, warum das der nicht kaputt gehen. Mist! Diamanten ausgegangen. Und ich brauche davon 3. Das heißt, ich muss alle Diamanten waschen. Ich hoffe, dass die reichen. So, da kommt ein Block hin. 1, 2, 3. Ah, das sind... Moment. Das sind 4 Stück. Wenn das 4 Stück sind. Wenn das 4 Stück sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Oder habe ich das... Aber hab, nee, ich habe doch da kein Reward bekommen. Nur, wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Wenn ich sie noch habe. Hm. Unten habe ich keinen Tee gesehen, aber oben. Perfekt. Ha. So spart man Diamanten. Man guckt nach, ob man schon was hat. Wenn ich das Rezept aber nicht rein gemacht hätte, hätte ich dieses 4 nicht gelesen. Ich bin zwar der Meinung, dass mir sogar einer reichen würde. Aber wir wollen das Symmetrie, ne? So, dann kommen die weg. Und die Diamanten räume ich wieder auf. Du bist so zu wenig von dem Zeug. Sehr schön. Und die da werden irgendwann nach drüben. Ah, dann weiß ich, wie es macht. Dann werde ich hier Sulfur reinmachen. Und die da gehen dann auf die andere Seite. Weil das werden noch weitaus mehr. Wenn ich das noch richtig nicht im Kopf habe, aber vermute. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier, ich reiß die nochmal schnell ab, ich habe jetzt dann hier meine, meine Spitzen. Muss ich mir jetzt noch überlegen, wie ich das jetzt mache. Aber ich brauche auf jeden Fall offen oben. Das ist schon mal klar.
Aber ich glaube, ich lasse die woanders runter plumpsen. So. Macht denn das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich bin der Meinung, es macht. Meine Güte. Also wenn ich das jetzt gerade wirklich alles im Bau, was ich gerade im Kopf habe, ne, oh mein Gott. Nein. Muss ich mich andersrum hinstellen? Ups. Kommt da mal eine Fackel weg? Aber wenn ich das richtig überliefert bekommen habe, können auch auf diesen Platten Monster spawnen.